Wann ist es endlich soweit? Wann erreichen wir die Endzeit? Wann ist der Jüngste Tag? Kaum ein Thema erreicht so viel Reichweite und Interesse wie der Jüngste Tag und seine Zeichen. So viele Muslime möchten wissen, wie viele Zeichen bereits eingetreten sind, welche noch fehlen und ob bestimmte Ereignisse heute möglicherweise als eine dieser Zeichen gelten. Zweifelsohne ist die Beschäftigung mit dem Jüngsten Tag das Wichtigste, was ein Muslim tun kann. Denn es ist der wichtigste Tag seiner Existenz. Das ganze Leben dreht sich eigentlich nur um diesen Tag. Es ist der Tag, an dem wir für alles gerade stehen müssen, was wir getan bzw. nicht getan haben. Hier wird festgehalten, wer wirklich ein Gläubiger und wer ein Ungläubiger oder sogar ein Heuchler im Herzen war. Von hier aus entscheidet sich, wo man bis auf Ewigkeit bleiben will. Und aus diesem Grund berichtet uns die islamische Offenbarung über die Zeichen dieses wichtigen Tages. Was aber, wenn jemand nur über seine Zeichen fragt, um des Fragens willen? In diesem Fall gleicht er einer Person, die wissen möchte, wann ihr Flug losgeht, aber ihren Koffer nicht gepackt, kein Hotel am Reiseziel gebucht und keinen Plan für vor Ort erstellt hat. Diese Person ist unvorbereitet und investiert die meiste Zeit für das, was sie überhaupt nicht beeinflussen kann und verhindert dadurch, sich auf das zu konzentrieren, worum es eigentlich geht, die Reise selbst. Als ein Beduine den Propheten sallallahu alaihi wasallam einmal fragte, wann trifft die Stunde ein, antwortete er sallallahu alaihi wasallam mit der Frage, was hast du dafür vorbereitet? Und genau das ist die eigentlich entscheidende Frage. Man fragt während einer Klausur nicht ständig, wann endet die Klausur? Man konzentriert sich darauf, um so gut wie nur möglich zu bestehen, lässt sich nicht ablenken und beeilt sich, um das auswendig Gelernte nicht wieder zu vergessen. Nur um sein Tempo anzupassen, fragt man zwischendurch, wie viel Zeit noch übrig ist. Aber eigentlich interessiert es einen nicht, wann es vorbei ist, sondern es ist die Klausur selbst, um die es in Wirklichkeit geht. Über das Ende dieser Welt gibt es absolut keinen Zweifel. Worüber es auch keinen Zweifel gibt, ist unser Tod. Es kann sogar sein, dass unser Tod eintritt, bevor wir den Untergang der Welt miterleben. Deshalb sollte sich jeder von uns fragen, inwiefern wir die Frage des Propheten sallallahu alaihi wasallam beantworten. Was hast du dafür vorbereitet? Manche Muslime verhalten sich so, als ob der Koran uns keine Anleitung zur Vorbereitung mitgegeben hätte. Als ob wir auf uns allein gestellt wären und selber herausfinden müssten, was Allah Ta'ala von uns erwartet. Sie verhalten sich nur so, weil sie Allah gar nicht wirklich kennen. Und wer Allah nicht kennt, weiß nicht, wen er anbetet, beziehungsweise anbeten soll. Allah Subhanahu wa Ta'ala erklärt uns, dass wir seiner gedenken sollen, unsere Pflichten einhalten und uns vor den Verboten fernhalten sollen. Wer das erfüllt, kann auf den Schutz Allahs hoffen und dass er einen vor Übel bewahrt. Nun schaut euch einige Muslime an. Sie beten nicht und machen sich nicht einmal die Mühe, überhaupt das Gebet zu erlernen. Bis auf das Schweinefleischverbot sehen sie jedes andere Verbot als so große Last, dass sie sich nicht in der Lage sehen, für Allah subhanahu wa ta'ala darauf zu verzichten. Und wenn sie sich dann vor Übel schützen wollen, kommen sie auf die geniale Idee und besorgen sich ein Dasar-Amulett. Statt es so zu machen, wie Allah es will und erwartet, suchen wir nach einem besseren Weg. So als ob Allahs Weg zu anstrengend oder nicht sicher sei und der Weg, den ihnen der Shaitan empfiehlt, einfach und sicher ist. Wie kann so jemand noch so dreist sein und sich ständig fragen, wann wohl der jüngste Tag sein wird? Was erwartet diese Person, wie sie vor Allah auferweckt wird? Am Tag der Auferstehung werden die Menschen nach ihren Taten gefragt und nicht danach, wer am häufigsten nach diesem Tag gefragt hat. Wer also nichts vorzuweisen hat, steht am wichtigsten Tag seines Lebens mit leeren Händen vor Allah. Niemand kann sich so einen Zustand leisten. Noch schlimmer ist es, wenn man statt mit guten Taten mit einem Berg voller Sünden vor Allah steht. Jedes verpasste Gebet, jede Respektlosigkeit gegenüber den Eltern, jeder nicht gerechtfertigte Kontakt mit dem anderen Geschlecht, jedes Rausgehen ohne den richtigen Hijab, jede Lüge und jede andere große oder noch so kleine Sünde wird an diesem Tag auf den Schultern eine Last sein, für die man sich schämen wird.
und die Schande und Erniedrigung bedeuten. Meinst du, du wirst dich an diesem Tag freuen, dass du die Reihenfolge der großen Zeichen auswendig gelernt hast? Der Tag der Auferstehung zählt zu den 6 bekannten Säulen des Imans. Alle Propheten Allahs haben die Menschen über diesen Tag berichtet. Nicht damit sie darüber unterhaltsame Geschichten erzählen oder wie heute Videos dazu hochladen, sondern damit die Menschen sich auf diesen Tag vorbereiten können und das Beste aus ihrem Leben machen. Und wer das zu spät versteht, für den könnte es womöglich keine Chance mehr geben, sein Leben in Vorbereitung auf diesen Tag anzupassen. Lasst uns unsere kostbare Zeit nicht verschwenden.